Ich habe letztens im Stream 500 YouTube-Shorts am Stück geguckt. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum sollte man sich sowas antun? Nun, ich wollte herausfinden, was der YouTube-Algorithmus einem für Videos vorschlägt, wenn man sich einen brandneuen YouTube-Kanal erstellt, keine Kanäle vorher abonniert und kein einziges Video anschaut. Was dabei so rausgekommen ist, warum ich zwischendrin ein bisschen verzweifelt bin und warum ich fast sogar aufgegeben hätte, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Also ich bin ja jetzt wirklich schon jahrzehntelang auf YouTube unterwegs, sowohl als Creator als auch als Zuschauer einfach nur. Und wirklich diese eine Sache, die, wie ich finde, YouTube zerstört, sind Shorts. Shorts sind wirklich nur dazu da, irgendwelche gerippten Szenen aus Podcasts oder aus Filmen oder Serien zu posten mit diesem verkackten Video, wie irgendwelche Autos irgendeine Rampe runterfahren. Das sind für mich YouTube Shorts. Shorts sind wirklich absoluter Bullshit. Und weil ich so ein Fan bin, gucken wir heute 500 YouTube Shorts. Wupp, Timer läuft. Let's go. Und oben, hier wird mitgezählt. Wenn hier eine 500 steht, sind wir fertig. Ja, das war ja schon mal heftig. Wow, 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 jetzt sind wir schon in den Food-Videos angekommen. Das sieht ja todarsch eklig aus. Ey, ich bin wirklich gespannt, durch welche Algorithmen der mich jetzt schickt. Es kann sein, dass die nächsten 90 Videos jetzt solche Kochvideos sind. So, also jetzt sind wir im Fußball-Algorithmus angekommen. Oh nein. Oh nee. Oh nein, bitte. Schubs mich jetzt bitte nicht in diesen Algorithmus, wo wir so ein Messi und Ronaldo-Edit nach dem anderen bekommen. Bitte nicht. Digga, das sind aber auch so Videos, die Werner in die Facebook-Gruppe postet, ne? Es ist schlimm. Crap. Digga, das ist auch so todesnervig. Ja. Das ist stark. Das ist gut. Das mit dem Geld so zu kontern. Oh, ich finde diese Stände aber so... Ja, und einfach weggehen. Das mit diesen Eisständen, wo die da so ewig rumfuchteln, finde ich so todarschnervig. Hier sind wir bei der ersten gerippten Filmszene. 1,4 Millionen, by the way. Warte mal, das ist doch Scary Movie. Ein frecher Junge brachte den Sitz seiner Mitschülerin durcheinander und machte sich über sie lustig. Als der Junge zurückkam und sich auf seinen Stuhl setzte, begannen alle, ihn auszulachen. Als er aufstand, entdeckte er, dass seine Kleidung aufgrund des schmutzigen Stuhls befleckt war, denn einige Minuten zuvor hatte die Lehrerin die Schüler gebeten, die Plätze zu tauschen. Ein wow, what? Und machte sich über Bro, 7000 Likes, ne? Alter, ich krieg Kopfschmerzen von diesen Schnitten, Alter. Der Bro ist gut. Oh, hey, excuse me. Sorry, don't walk on the garden. Wow. It's fine. Go to my happy place. Bro, sein Video-Editing ist crazy, man. Bro, es ist so stark. So stark. Nein, jetzt sind wir in diesem Dings, wo alles Kuchen ist. Oh nein, bitte nicht. Bro. Es ist alles Kuchen. Die Seife ist Kuchen. Die Nudeln sind Kuchen. Es ist alles Kuchen in diesem Haus. Der Lappen auch. Wo sind wir denn jetzt, Alter? Jetzt sind wir schon wieder bei Ronaldo, Messi. Alles ist Gold. Oh nein. Ich frag mich, wann wir bei Mr. Beast landen, ehrlich gesagt. Das Skelett erinnert mich an meinen Season 1 Fortnite Skin. Oh, jetzt kommen die Challenges. Oi. Warum hat das 640.000 Likes? Ich hasse alles daran. Klasse. Wir sind bei Mr. Beast! Nach nur 57 Videos. 100 Likes. 500. 2000. Bro, was denn? Hä? Bro fuchtelt einfach mit Sachen rum. Ey, yo, lasst jetzt 100 Likes da. Yo, yo, dann passiert nämlich genau nix. Ach nee, nicht schon wieder. Bro, komm. Vor allem, ich merke jetzt, es sind 4 Make-up-Tutorials, die gleichzeitig laufen. Die Sonne scheint und ich habe vorhin aus dem Fenster gesungen. Auf einmal haben meine Nachbarn mitgesungen. Komm, wir probieren, ob es nochmal klappt. Reiß die Hütte ab. Drei Likes. Neues All-Time-Low. Die Deutschen. Wir halten die Shots stabil. Oh.
Oh, es ist so turbo-cringe. Jetzt kriegen die was? Kein Sinn. Kein Sinn. Ah, jetzt sind wir noch Minecraft-Content. Digga, ist das scheiße. Es ist so Arsch, Digga. Es ist so scheiße. Scheiße. Der Letzte hat mich bekommen. Ach, Mann, ist das... Meine Fresse. Das ist schon wieder aus irgendeinem Muchfilm. Und Bro tut so, als wäre er übel invested, Alter. Bro, fuck off, hasse ich diesen Content gerade. Es ist so schlimm. Warum so negativ andauernd? Weil es ist doch aber so. Es ist nur Bullshit-Content. Ich meine, okay, das sind so Shorts, die du gucken würdest, weil da sehr viel ausgepackt wird. Aber warum? Was passiert, wenn die Eier ignorieren? Nein. Davor, wenn du denkst, dass dieser Hund süß ist, gib ihm ein Kompliment in den Kommentaren und abonniere. Das schönste Kompliment wird angepinnt. Ja, wieder Mr. Beast. Was haben wir diesmal? World's fastest cleaners. Wie ich aufräume, wenn meine Eltern nach Hause kommen, nach dem Wochenende oder so. Digga. Crazy. Ich werde deine Wände in blau erscheinen lassen. Schaue dafür auf das Dreieck in der Mitte und egal was du tust, schau auf keinen. Das ist ein Viereck. Fall. Sobald ich bei 1 angekommen bin, wird deine Wand komplett blau sein. Doch je länger und stärker du auf die Illusion schaust, desto besser wird es funktionieren. Wo ist denn die Illusion? Deswegen schaue noch etwas länger auf die Mitte, um deine Chancen zu erhöhen. Musst du nur auf eine weiße Wand schauen. Okay. Mach dich bereit. 3, 2, 1. Schau auf deine Wand. Ich werde deine Wände in blau erscheinen lassen. Schaue dafür auf das Dreieck in der Mitte. Meine Wand ist noch weiß. Scam. Oh nein. Ach, Mann, nicht schon wieder. Wobei, das ist mal eine andere, glaube ich, oder? Ja, ich werde auch Loco. Ihr würdet alle staunen, wenn ich mal an einem Tag ohne Kontext auch mal so ein Video von mir hochlade. Ihr werdet alle begeistert. Digga, was ist das? Bro. Bro, was ist das? Was ist das für eine Compilation? Was ist das für eine Compilation, ey? Come on, Alter. Wie oft ich diesen Song heute jetzt schon gehört habe. Wie oft ich das schon gehört habe heute, Mann. Vor allem, es ist auch immer so lang. Ah, kannst du es nimmer hören? Ich kann es nimmer hören, Alter. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Was genau ist das? Make a smoothie that has galaxy colors. Aber das sieht aus wie Knete oder so. Bro, wenn das jetzt... Digga! Nein, ich bin im Make-up... oh nein, ich bin im Make-up-Algorithmus gefangen. Ja, weil ich es halt auch immer ganz gucken muss. Ja, Cosplay ist ja alles schön und gut, aber... Oh, nee. Das war jetzt auch das 10. Mal schon. Ja, also sehr schön, auf jeden Fall. Ich kann nur diesen Song nicht mehr hören. Ich verstehe das nicht. Oh, Bro! Oh, Digga, wie oft das kommt, ey. Warum kriege ich immer so... Ich meine, BTS ist ja dann wohl so eine... Ja, so eine Band oder sowas, ne? Ich weiß es nicht. BTS. Ist eine Band, eine Boygroup. Warum kriege ich immer BTS? 10 Millionen Likes, by the way. Ich habe ihm eine PlayStation 5 gekauft. Okay. Das fängt ja schon mal gut an. Ey, das ist ultra stark. Das ist ultra stark. Das ist richtig strong. Das sieht unfassbar stark aus. Was? Das waren einfach nur Bilder. Das waren einfach nur Bilder. Ist das ein Disneyland? Ich werde, wenn ich schlafe, heute Nacht von diesem Song träumen. Nach dem Stream braucht ein Therapeuten. Danach, nach dem Stream muss ich erstmal Kopfschmerztabletten rauchen, Alter. Digga! Ah, hat die nicht mal einen anderen Song, den die nehmen kann? Hat Mexiko nur einen Song? Hat das ganze Land Mexiko nur dieses eine Lied? Haben die kein Spotify oder so? Und das kannst du mir erzählen, das hat halt irgendeine KI gemacht, Mann. Das ist so ass, das kann doch kein Mensch gemacht haben. Calm but ready. Knees weak, arms are heavy. Wombat on a sweater already, mom's spaghetti. Sorry, Schere, bin abgerutscht. Okay, das ist funny Emote. Würde ich nutzen. Och, Junge. Gut. Damals wieder. Ich hab's fast vermisst. Boah, rechts unten mittlerweile komplettes Musikvideo. Holy shit. Oh. Oh, oh. Oh nein, ein Plot-Twist. No!
Oh mein Gott! Wir haben das 10, 15 Mal geguckt oder so. Und jetzt ist rechts unten einfach so ein Plot, so eine neue Story, die passiert. Holy shit! Die Meta ist richtig tief, wir sind richtig tief drin. Holy shit! Bin überhaupt kein Anime-Fan, ne? Also es ist auch nicht so, dass ich Animes ass finde. Ich glaube, ich habe mal ein paar, also ich habe wahrscheinlich mal so ein, zwei geguckt. Und die waren cool so. Aber ich bin da echt so neutral, das ist mir echt so alles, das ist mir ein bisschen Schnuppe so. Ich fühle da nichts. Schon schön gezeichnet und so, aber ist jetzt nicht so mein Game, nicht so mein Fall. Wobei das schon ganz cool aussieht. Okay, das war funny. Ja, und was auch immer das da ist. Keine Ahnung. Nicht bewegen. Nach diesem Video wirst du alles in Blau sehen. Okay, wir versuchen es nochmal. Bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Schaue auf deine Wand und schreib in die Kommentare, ob es geklappt hat. Also ich habe die Sanduhr auf jeden Fall auf der Wand ein bisschen gesehen, aber logischerweise, weil ich die ganze Zeit drauf gestarrt habe. Aber okay. Bullshit. Jawoll! Poco Loco Make-up! Wasserfester Rucksack ist so cap. Ist so cap. Wir hatten alle einen Du oder einen Kumpel in der Schule, dem immer irgendwas ausgelaufen ist im Rucksack. Immer. Am besten noch alle Bücher mit gesifft und so. Jawohl, da sind wir wieder. Das ist der Cotton Eye Joe. Was habt ihr mit dem Song gemacht? Das ist der Cotton Eye Joe gewesen, Mann. Bro, Bruder ist einfach Wario, Digga. TikTok Dance Challenge. Ich hasse diese Musik. Dieses aufgespeedete, hochgepitchte Kackmusik. Ey, wirklich. So Turbo-Arsch. So einfach kann man 70.000 Likes bekommen. Ich sollte das auch probieren. Gut. Jawoll, haben wir das wieder. Das ist wirklich die große Frage, Leute. Pink oder Black? Oder Blackpink? Oder BTS? Was ist es nun? Fragen über Fragen. Im Leben einer Elfjährigen wahrscheinlich. Digga, was mache ich hier? Ich bin 21. Bro, wieso bin ich jetzt in diesem Algorithmus gelandet? Oh, wieso bin ich BTS versus Blackpink? Mann, weiß ich doch nicht. Schon wieder Blackpink. Chat sagt ehrlich, Blackpink oder BTS? Jetzt sind wir schon so im Thema drin. Was sagt ihr? Ich bin unparteiisch. Puh, ich dachte schon, die Challenge wird hart, aber dass wir uns jetzt die letzten 80, 250 Videos so BTS-Shit angucken müssen, das habe ich nicht gedacht. Och, Digga. Wie komme ich aus diesem K-Pop-Algorithmus-Gefängnis wieder raus? Junge, ist das insane, Alter. Digga, ich gucke mir seit einer Stunde 40 oder so nur K-Pop an. Am Anfang war noch ein bisschen Diversity, ja? Jetzt ist nur noch K-Pop, nur noch BTS und Blackpink. I love BTS. Digga, ich mittlerweile auch, Bro. Wie heißt der nochmal? RM? RIM oder so? Bruder, ich liebe ihn. Wenn du dein A so schreibst wie hier? Ja. Ich weiß nicht. Was ist denn? Wenn du beim Reden das auch so betonst wie er? Bro, fuck off. Gangnam Style, stimmt, der ist Koreaner. Stimmt, ist das K-Pop? Geil. Wusste ich gar nicht. Oder doch? Stimmt doch, es ist Koreaner. Tatsache. Das war schön, ja, wunderbar. Ich komme aus diesem Algorithmus nicht mehr raus. Ich bin bei BTS gefangen. Ich komme da nicht mehr raus. Es sind nur noch BTS, Blackpink und K-Pop. Und alles, was dazu gehört. Ich bin richtig drin im Thema schon. Es passiert zu viel. Wo muss ich hingucken? Digga, jetzt wird hier ein Stein angemalt. Junge, jetzt sind wir auch rock bottom, Alter. Im wahrsten Sinne. Ist das scheiße, Digga. Let's get stone ready for her wedding, Alter. Ist das scheiße, Digga. Digga, ist das beschissen. Ja, oben. Ach, Digga, keine Ahnung. Ist mal. Oh. Ich hab ein bisschen gekleckert. Ah, das ist so. Ich bin schon so brainrotted, dass ich manchmal gar nicht mitkriege, wenn die schon vorbei sind. Die letzten 100! 100 noch! Und das Mexiko-Ding kam schon lange nicht mehr. Und das ist actually cool. Solche Videos, die Leute auf diesen Dingern so rumdrücken und das so crazy leuchtet, habe ich früher, wo ich noch ein bisschen jünger war, richtig viel geguckt. Richtig geil. Er sieht wieder aus wie Wario. Ja, RIM, Junge. Oder RM. Und J-Hope. Meine Homies von BTS. Ich liebe sie alle. Ah, ich habe das Gefühl, wir sind wieder bei normalen Content angekommen.
Wir waren wirklich tief unten im Eisberg, aber wir sind wieder ein bisschen weiter oben. Jetzt kommt wieder actually so ein bisschen guter Content. Jawoll! Jawoll! Da sind wir wieder! Juhu! Geil, muss ja auch mal wieder kommen. Wi-Fi D, Alter! Alter, es hat 430 Shorts gebraucht, bis wir bei AWIFHD landen, Alter. What the fuck, dass es den noch gibt? Holy shit. Boah, AWIFHD habe ich früher schon ein bisschen geguckt. Crazy. Scheiße, den habe ich jetzt auch schon Jahre nicht mehr gesehen. Und on Reaction. Wir reagieren auf eine Reaction. Digga, auf eine Reaction reagieren ist anders. Junge. So ein NPC-Content. Oder ich kann die nicht mehr sehen, diese Videos. Wirklich. Let's go. Das Abo da, let's go. Theo. Emil Theo. Nee, da muss ich an Theo Strattmann denken, Bro. Chat, nach 4 Stunden 13 jetzt das letzte Short. Und go. Zara Models be like. Oh Gott, ey. Stark. Okay, actually good. 500 Shorts, Junge. Oh mein Gott. Ich bin so am Sweaten, Alter. Holy shit, ey. Boah, das war eine Challenge. Holy shit. Ich habe Kopfschmerzen von den Videos. Halt wirklich. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, schaut euch doch das Video hier an. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.